Der Klippo. Sagt, es ist schön, dich wiederzusehen. Sein Name ist Glibbo. Er hat dir in den alten Tagen versucht, das Schwimmen beizubringen. Erinnerst du dich? Ich remembere tatsächlich. Glibbo meint, du warst als Kindling so aufrichtig. Das kann er immer noch spüren. Selbst aus der Ferne. Glibbo sagt, Erinnerungen schwinden erstaunlich schnell. Jeder ist die Summe der eigenen Erinnerungen. Nur zusammen kann man sich an die Geschichte so erinnern, wie sie wirklich war. Ihn vergisst man nicht so schnell. Niemand außer ihm ist so glubbig. Er ist einzigartig. Er ist so glubbig. Okay, ich verstehe. Dass du zurückgekehrt bist, um gegen Lupa Lupin zu kämpfen. Dieses Schicksal hast du all die Jahre mit dir herumgetragen. Er sagt, die Katastrophe damals hat das Gute in dir nicht ausgelöscht. Es ist immer noch da, so hell leuchtend wie in deiner Kindlingszeit. Jetzt ist die Zeit gekommen, um dich zu erinnern und zu handeln. Dein Leben ist dein Leben, keine Geschichte, von der du nur gehört hast. Er versteht deinen Wunsch nach Rache, glaubt aber nicht, dass du weißt, wie du dich fühlen wirst, wenn du sie bekommst. Gut, natürlich. Nimm das Licht! Du solltest lieber auf deinen Kopf statt auf dein Bauchgefühl hören. Siehst du, die Dunkelheit lässt dich stets mit allem davonkommen. Denk daran, es gibt stets Licht im Dunkel. Dunkel! Wenn man ohnehin weiß, dass man recht hat. Kann kaum glauben, dass die Welt es schaffen wird. Was das wohl für den Glibber bedeutet? Dankt dir für deine Versuche, das Nass zu entglibbern. Findet, die Myriad haben mit dir eine gute Wahl getroffen. Ihr seid beide wie Sonnenschein auf dem Nass. Aber hey, zurück zum Glibber. Ja, wir haben schon lange nicht mehr über den Glibber gesprochen. Ist vorbei. Es kommt darauf an, was du heute und morgen tust, um weiterzukommen. Du solltest die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Er kann die Subnautica-Station nicht verlassen, weil die Verschmutzung seinem Anzug zu stark zugesetzt hat. Du musst also genug Schrott sammeln, um seinen Glibbergleiter zu verbessern. Fang mit der alten Wrackkiste draußen an. Mhm. Du solltest zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Du solltest so... Du kannst... Ja, es reicht jetzt auch mal. So. Jetzt darf ich anscheinend da oben rum. Jetzt bin ich glibbrig genug. Für die geheimen Glibberlehren. Nichts ist gerade wichtiger als das hier. Ach, warte. Nee, okay. Da darf ich also nicht durchglibbern. Da muss ich mich durchklibbern. Alles klar. Will mal ganz kurz gucken, ob es hier was gibt. Da komme ich jetzt raus. Das ist wahrscheinlich, wo ich vorhin nicht rein konnte. Ich vermute es jetzt mal. So schlagfertig, wie ich bin. Okay, das war keine gute Idee. Geiler Scheiß. Snackenock. Ah, ist wieder was zum Schießen.
Ich hätte jemanden bauen sollen, der schießen kann, dass er richtig schieße. Ja, Mann. Wenn das jetzt Zelda wäre, wäre ich schon lange ins Wasser gefallen. Okay. Passen Sie auf. Unten muss Gelb hin. Schwein gehabt. So. Somit ist das hier alles entglibbert. Ein Luftwechsel. Fühlt sich nach Dämmerung an. Oh, Gegner? Ja, dann komm mal ran, du. Ja. Sorry, aber euch glibber ich komplett weg, ne? Also. Da müssen die ein bisschen früher aufstehen, mein Jung. Ja, da brauche ich jetzt den Kack. Ich drücke mal den Kack. Einfach Doomfist. Okay. Ein Leiterplattenrätsel gefunden. Um auszuwählen, welches Licht ausgewählt ist, verwende L und L. Die Farbe eines Lichts zu ändern, drücke X. Wenn die Farbe des Lichts geändert, wird die Farbe des Lichts geändert, so ändert sich auch alle angrenzenden Lichter. Nutze deine verfügbaren Züge, um alle Lichter grün zu machen. Ja gut. Ja. Easy. So, hättet ihr es gecheckt? Natürlich hättet ihr es gecheckt. So glibberig wie ihr seid. Alter. Ein Rickrack und ein Meter. Eine Adrenalinspritze. Mit Schaden. Okay. Knickknack, meine Kinder, knickknack. Okay. Der heutige Tag fällt ins Wasser. Das war jetzt schon, wo ich durchgegangen bin, oder? Ja, ja. Nur zur Sicherheit. Hä? Ah. Oh, hier gibt's doch jetzt safe einen Kampf, oder? Ja. Boomerang ist so gut, verdammt. Easy, Alter. Komplett weggenatzt. Muss ich erst gucken. Von da bin ich jetzt gekommen. Da muss ich hinter. Und sonst gibt es hier keinen geilen Scheiß mehr für mich, ne? Ich mag es nämlich, geilen Scheiß zu finden. Boah. Loot. Und böse Viecher.
Ist das eine Gatling? Uff, Junge. Nochmal reingerollt. Glippergleiterteile. Du hast eine Kiste mit Glippergleiterteilen gefunden. Diese Kisten können überall in der Welt gefunden werden und enthalten Teile, mit denen du deinen Glippergleiter anpassen kannst, okay? Erstmal den wegmachen hier. Au! Ey, der Bumerang ist so gut. What the fuck? Guck mich an, ich bin einfach fucking Link, Mann. Yo. Läuft. Was haben wir da? Nichts erhält den Tag so wie das Licht. Süße Mütze. Muss sein. Dem können wir nichts klauen. Dem können wir nichts klauen. Hier gibt es aber so Mutationsscheiße. Scheußlich. Und so eine Kiste zum Entkistigen. Mhm. Okay. Ein Schrubbruch. Alles klar. Mich hatte das voll erschrocken, dass ich jetzt diesen Gatling da so schnell kaputt hatte. Toxanols Bohrungen vor der Küste begann es Öl zu regnen, welches das nass. Ach cool, der redet sogar weiter, wenn ich weiter renne. Du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Ja, ja. Oh, aber es geht sich noch aus. Oh, es geht sich nicht mehr aus. Okay, krieg ich jetzt mit der Geschichte. Sträubt sich wie das Haar von jemandem, der unter Strom steht. Wäre ganz gut, wenn bei den Tasten noch Pfeile wären, in welche Richtung du rotierst, mit welcher Taste. Sträubt sich wie das Haar von jemandem, der. Gut, ha, das ist diese Tür. Elektrische Strömung, um die Aktoren zu. Na, Glibi? Ja, jetzt erwarte ich aber auch, dass du hier auspackst, Alter. Er hat den Glibbergleiter zum Laufen gebracht. Er verfügt jetzt über einen Greifhaken und ein Sammelnetz. Aber kann auf dem Nass dümpeln Müll und Trümmer herum. Okay, da kann ich halt Müll holen, okay. Du wirst also die Ehre haben, Schlucker beim Sinkidink zu besuchen. Was ist der Sinkidink? Dort torkelt er herum. Schlucker weigert sich, diesen Kahn zu verlassen, obwohl ihm dort immer übel wird. Glibbo weiß nicht, ob er nasskrank ist oder ob es am Radiumsirup liegt. Voll gut, jetzt habe ich so ein Jetski, das aussieht wie ein Podracer. Übliche Bewegungssteuerung. Mit L3 kann ich erhöhen. Anpassen, springe auf ihn. Benutze Reittierrufentaste, okay. Anpassen kann ich ihn jetzt hier. Aha. Das ist so viel besser als ein Radschlauch.
Ja, cool. Aber was ich mich jetzt frage, kann ich den jetzt dann zu mir herrufen? Warte mal. So steige ich von ihm ab. Kann jetzt ich den herrufen? Den kann man nicht herbeirufen. Schau, das ist ja richtig kacke. Die sehen richtig cool aus. Betenpip. Die sehen richtig cool aus. Die finde ich geil. Ist auch kacke, dass der mir nicht auf der Map angezeigt wird hier. Ist halt keine, die ich töten muss. Okay. Da wäre noch mal in so eine Höhle. Keine Lust mehr? Wow, seid ihr für kranke Viecher? Mitten ins Gesicht. Gestehen, dass die harte Arbeit so langsam ihren Tribut fordert. Langsam sind alle etwas erschöpft. Ja, ja, vor allem die sind jetzt übel stark gewesen. Jetzt mache ich mir Sorgen, wenn ich in die Höhle reinrennen will da. Du entscheidest über deine eigene Geschichte. Das ist jetzt für ein Busch. Du hast eine Grünblattpflanze gefunden. Springe durch den Ring, um das Blatt einzusammeln. Damit kannst du später Dinge kaufen. Grün ist die Währung in Biomutant. Okay. Interessant. So ein bisschen Jump'n'Run. Da oben ist eine Kiste. Wie komme ich darauf? Ah, hier vielleicht. Ja? Oder kann ich dann zu einer Ranke hochklettern? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Aber irgendwie muss ich da hochkommen können. Da kann ich nicht rauf. Irgendwie muss man da hochkommen. Ich bin geil auf die Kiste da. Kann ich über den Baum hin? Also ich kann immerhin schon mal auf den Baum raufhüpfen. Aber ich wage das fast zu bezweifeln, dass das klappt. Aber wenn ich... Aha, pass mal auf. Ja, ja, ja. Fuck, bin ich gut. Oh mein Gott. Eine geile Hose. Boah. Steffo, du machst mir richtig Angst, so schlau wie du bist. Holy shit. Du kannst dir deinen eigenen Pfad durch den Wald bahnen. Ein weiterer Tuckertunnel. Pass auf die Tuk-Tuks auf.
Ich habe schon ein bisschen Angst vor den Tuk-Tuks. Sack das ein. Alter. Das ist so cool, so mit dem so unter Gegner durchrutschen und so. Das ist so cool mit dem Springen. Wow. Das macht richtig Spaß. Fast geschafft. Echt scharf. Boom, Junge. Macht Bock. Geil, Loot. Das Ding habe ich schon kaputt gehauen für Loot, okay. Das lohnt sich voll, hier in so Tunnel und so immer reinzugucken. Das ist nice. Das ist belohnend. Das mag ich. Das war, glaube ich, jetzt eine Schulterrüstung. Jo. Da guck mal, kann ich aber davon müsste ich auch was verkaufen können, theoretisch, oder? Da kriege ich voll viel Geld eigentlich dafür, ne? Das war übelst hässlich, aber übelst gut. Rücken was Neues? Ja, ein normaler Rucksack. Da ist meiner viel besser. Wir haben für die Brust was Neues schon. Was mich schlechter macht. Meins ist, glaube ich, sogar gebastelt, meine ich. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was ich alles gebastelt hatte schon. Weniger Ki-Energie, dafür mehr Regeneration. Energieregeneration. Die Hose ist natürlich... Oh, ja, aber die hat auch viel Rüstung auch noch dazu. Ne? Und viel Ki-Energie. Ich glaube, Ki-Energie habe ich gebraucht für coolen Shit. Ein guter Schutz für deinen Allerwertesten. Okay, ich gehe mal ganz kurz auf die Toilette, okay? Where have you been? Been searching all along. Confacing twilight alone.